In diesem Video nehmen wir euch mit zu einer traumhaften Tour durch das Innerfeldtal hinauf zum Toblinger Knoten. Bereits recht früh am Vormittag starteten wir zu dieser Tour am Antoniusstein im Innerfeldtal. Vorbei an der Drei-Schuster-Hütte und mit Blick auf den schönen Morgenkopf ging es hinein ins Innerfeldtal. Für diese Tour ist ein früher Start ratsam. Immerhin, es sind fast 1200 Höhenmeter und ein schwieriger Klettersteig zu überwinden. Auch heute zeigte sich wieder einmal, dass rings um die drei Zinnen, hier und da, noch viel Ruhe herrscht. Und das, obwohl man sich die gesamte Zeit in grandioser Landschaft bewegt. Oben am Gwengjoch angekommen, zeigte sich auch erstmals unser heutiger Gipfel, der Toblinger Knoten. Natürlich, die drei Zinnen sind hier die absoluten Highlights. Und hier an dieser Stelle haben wir sie ganz für uns allein. Nun wurde es allerdings Zeit, den geschichtsträchtigen Toblinger Knoten zu besteigen. Für den Aufstieg wählten wir den schwierigen Leiternsteig. Dieser hat ungefähr Kategorie C.
Die letzten Meter waren noch einmal sehr kräftezehrend, aber dann war es bald geschafft. Für den Abstieg nahmen wir den wesentlich leichteren Feldkurat-Hospsteig. Über diesen gelangten wir in ca. 30 Minuten zur gut 200 Meter tiefer liegenden Dreizinnenhütte. Dass es hier mit der Ruhe und Einsamkeit ganz schnell vorbei war, war uns allen bewusst. Dennoch, ein kühles Getränk haben wir uns jetzt alle mal verdient. Eine Berghütte mit dieser Aussicht, die wird natürlich gern besucht. Da ist es nur allzu leicht nachvollziehbar, dass viele Menschen von der Aronzo-Hütte den leichten Weg herübergelaufen kommen. Wir jedoch entfliehen dem Trubel und laufen zurück ins Innerfeldtal. Dabei sehen wir den Toblinger Knoten noch einmal vor uns. Aber natürlich, allgegenwärtig hier oben sind die drei Zinnen und ein Blick zurück darf natürlich nicht fehlen. Die Länge der Tour sowie der enorme Höhenunterschied sind sicherlich nicht zu verachten. Alle, die dies nicht abschreckt, sei diese Tour auf jeden Fall empfohlen.